Hallo, meine lieben Freunde, ich wollte mit euch heute eine italienische Minestrone mit Cannelli-Bohnen machen. Ich habe jetzt einfach andere weiße Bohnen genommen, das geht ja natürlich auch. Und da brauchen wir etwas Gemüse, gemischtes Gemüse, so wie Möhren, Zucchini, Sellerie, Tomaten. Ihr könnt auch Spinat nehmen, alles, was ihr möchtet. Ja, hier wird erstmal das ganze Gemüse gewaschen und natürlich auch etwas klein geschnitten. Wir brauchen da eine geschälte Zwiebel, die halbieren wir, und eine Karotte, also gemischtes Gemüse um die 300 Gramm. Ich hatte da jetzt wirklich auch ein bisschen mehr gehabt als 300 Gramm. Und was ich auch gemacht habe, ist die Nudeln nicht in dem Thermomix gekocht. Somit habe ich anstatt 1000 Gramm Wasser nur 600 Gramm Wasser reingemacht in den Mixtopf. Aber ihr könnt das ganz gerne auch alles in dem Mixtopf machen. Richtig. Und die Zwiebel vierteln wir einmal. Den Parmesankäse, ich habe schon einen Parmesankäse, der klein geschnitten ist. Das brauche ich nicht zu machen. Und ihr müsst das, ansonsten müsst ihr das zerkleinern, und zwar 10 Sekunden auf Stufe 10. Und zwar wären das circa 60 Gramm. So. Wir haben hier schon alles vorbereitet, und jetzt kommen einmal die Zwiebeln rein. Und der Curry kommt rein. Und wir schließen einmal den Mixtopf, und das lassen wir für 5 Sekunden auf Stufe 5. Einmal alles runterschieben. Gramm Olivenöl. Das geht 3 Minuten, 120 Grad auf Stufe 1. So sieht das aus. Und jetzt kommt das gemischte Gemüse rein, was wir vorhin klein geschnitten haben und gewaschen und klein geschnitten haben. Und hier habe ich auch noch Sellerie, den hatte ich gefroren. Jetzt kommt alles hier rein, und zwar nochmal der Sellerie, die Tomaten, die Karotte, Zucchini, alles in Würfel geschnitten, einmal reingeben. Und so sieht das jetzt aus. Das wird unsere Minestrone mit Cannellini-Bohnen. Ich habe jetzt einfach hier weiße Bohnen aus der Dose heute mal. So, Mixer fließen. Das lassen wir für 6 Sekunden auf Stufe 5. Laut Rezept kommen jetzt 1000 Gramm. Also, ich möchte euch das erst einmal zeigen. Ja, das ist alles richtig super, super klein gemacht. Ja, so, ich kann euch jetzt gar nicht sagen, wie viel Gemüse. Ich hatte auf jeden Fall mehr. Es kommen jetzt 1000 Gramm Wasser rein, weil dann danach noch die Bohnen reinkommen und die Nudeln. Aber die Nudeln werde ich extra kochen. Ich mache die extra auf den Topf. Deswegen werde ich jetzt da nicht so viel Wasser reinmachen. Und zwar werde ich mal schauen, wie viel ich reinmache. Das sind jetzt 300. Okay, ich habe jetzt gemacht 542 Gramm
Wasser. So, ich glaube, ich zeige euch das einmal, wie das aussieht hier. Ja, mache dann, sagen wir mal, bis 600 Gramm Wasser. So, 624 Gramm Wasser habe ich jetzt reingemacht. Das ist jetzt okay so. Wenn ihr seht, hier ist alles super klein. Also wie gesagt, die Nudeln möchte ich nicht hier drin kochen. Die koche ich extra. Ansonsten müsst ihr 1000 Gramm Wasser reinmachen, wenn ihr eben die Nudeln da auch kochen wollt drin. Gehäufte Teelöffel Gemüsebrühe oder ihr nehmt eure selbstgemachte oder ihr nehmt zwei Brühwürfel, also je nachdem das, was ihr zu Hause habt. So, das geht jetzt für 12 Minuten 100 Grad auf Stufe 1. So, ich zeige euch das einmal. Ja, die Zeit ist um und jetzt kommen eine Dose weiße Bohnen. Wenn ihr das macht, müsst ihr die Flüssigkeit abgießen. Ich hau jetzt alles rein. Es sind viel zu viele, sage ich schon mal jetzt. Ich habe jetzt hier 800 Gramm weiße Bohnen. Ihr solltet nur 250 Gramm abgetropfte Bohnen reintun, wenn ihr Nudeln reinmachen wollt. So, weiter ein Teelöffel Salz. Ich mache ein bisschen mehr. Ihr könnt 120 Gramm Nudeln jetzt zugeben und müsst dann die Zeit angeben. Ja, je nachdem, wie lange die Nudeln brauchen, ob die jetzt 5 Minuten oder 6 Minuten brauchen. Ich gebe einfach 7 Minuten rein, dass das nochmal alles schön heiß wird, gar wird. Gebe ich nochmal 7 Minuten. 100 Grad im Linkslauf, Stufe. Jetzt habe ich so 7 Minuten auf Stufe Kochlöffel. Ich habe es wirklich voll bis hier oben, ja. Ich koche die Nudeln extra und mache dann die Nudeln hinterher zusammen im Topf mit den Bohnen als Minestrone. Etwas lasse ich mir übrig, da kann man das so essen. Einfach nur Bohnen mit einem schönen Brot, was so ja, geröstet ist, ja, so wie Bruschetta zum Beispiel. Ja, dann werden wir mal weiter. Das ist ein Gericht für 6 Personen. Also, wenn ihr mehr Personen seid, ja, habt ihr hier eine tolle Minestrone aus dem italienischen La Vita Italiana. Aus dem Buch Vita Italiana. Ich zeige euch einmal Minestrone. Also mein Topf ist wirklich richtig super hoch, super voll. Das ist aber wirklich nur noch mal warm gemacht worden, ja. Also wie gesagt, ich habe jetzt die ganze Dose Bohnen reingemacht. Macht ihr 250 Gramm rein und dann könnt ihr die Nudeln auch hier mit drin kochen. Ich habe es natürlich jetzt so gemacht. Und die Nudeln koche ich jetzt gerade extra. Das Wasser vom Kochen mache ich einmal 1,5 Teelöffel Salz rein und werfe jetzt die Nudeln rein. Ich habe hier so kleine Nüdelchen genommen. So, einmal umrühren. Und schließe dann einmal den Topf und nehme jetzt meine Minestrone und werde die hier reingeben in meinem Riesentopf.
So, alles leer. Und hier ist alles drin. Ja? So. Machen wir mal zu, damit es warm bleibt. Wasser habe ich abgegossen, etwas habe ich gelassen. Und jetzt nehme ich von dem Minestrone und gebe das hier zu den Nudeln rein. Und rühre das einmal alles um. Gebe das einmal hier auf die Teller und gebe noch ein paar Bohnen oben drauf. Ja? Super heiß. Heiß. So, natürlich kommt jetzt der Parmesankäse oben drauf. Ja. Und so sieht das jetzt aus, ja? Das ist jetzt unser Minestrone mit kleinen Böhnchen. So, dann probiere ich auch sofort. Heute eine andere Sicht, ja? Super lecker. Ich würde sagen, probiert es aus. Ein Essen, was wieder richtig schnell ging.